Herzlich willkommen. Wir reden heute über das Thema Magen-Darm-Grippe oder Darmgrippe, wie auch immer, oder Gastroenteritis, wenn ihr es so kennt. Was es ist, warum es existiert und wie man es auf möglichst natürliche Art behandeln und loswerden kann. Falls wir uns nicht kennen, ich bin Dr. Susanna Kemper. Ich bin Kinderärztin und arbeite eher mit einem ganzheitlichen Ansatz. Und ich zeige euch hier und in meinem Dr. Mami-Kurs, wie ihr auf mehr natürliche Art die Krankheiten eurer Kinder verstehen und heilen könnt, ohne unnötige Medikamente und Arztbesuche. Wenn ihr mich regelmäßig sehen wollt, könnt ihr den Kanal abonnieren und aufs Glöckli klicken, dann verpasst ihr keine meiner zukünftigen Episoden. Also, es geht los. Akute Magen-Darm-Grippe oder akute Gastroenteritis auf medizinisch gesagt. Was ist das überhaupt? Also akut heißt eigentlich, dass die Krankheit, klingt eigentlich schrecklich, oder akut? Aber per se heißt akut nur, dass die Krankheit plötzlich und erst in den letzten Stunden oder Tagen aufgetreten ist. Es ist also keine chronische Krankheit. Gastroenteritis ist der medizinische Ausdruck. Korrekter würde man sagen, wenn ein Kind eigentlich nur Erbrechen tut, würde man eher nur Gastritis sagen. Und wenn ein Kind eigentlich nur Durchfall hat, sagt man dann eigentlich korrekt Enteritis. Meistens hat man eben einen Brechdurchfall, daher auch die Gastroenteritis. Das ist eine meist von Viren verursachte Krankheit oder ein Symptomenkomplex. Die bekanntesten sind Rota- und Noroviren. Das sind ja diejenigen, die überall und alle anstecken und wo man dann ein paar Tage zumindest flach liegt. Aber es gibt diverse andere Viren, die das auch verursachen können. Und ähnliche Symptome bekommt man eigentlich auch bei einer Lebensmittelvergiftung. Also wenn man etwas gegessen hat, was schon schlecht geworden ist oder fast schlecht geworden ist oder man es nicht vertragen hat. Ich gehe vielleicht noch ganz, ganz kurz auf das Thema Vorbeugung ein. Per se ist die akute Magen-Darm-Grippe eine sehr, sehr, sehr ansteckende Krankheit. Also es ist nicht unerreichbar, aber tatsächlich ganz, ganz schwierig, sich davor effektiv zu schützen, in dem Sinne, dass man irgendwas nicht anfasst. Die Magen-Darm-Grippe wird als Tröpfcheninfektion im Prinzip auch über die Luft übertragen. Und dementsprechend ist es eigentlich cleverer, selber ein gutes Immunsystem aufgebaut zu haben, anstatt irgendwie zu hoffen, dass man mit Händewaschen oder irgendwie desinfizieren dem entkommen kann. Das geht nämlich meistens nicht. Typischerweise ist es so, wenn man in einem Haushalt länger als ein paar Minuten mit jemandem zusammen ist, nach ein paar Stunden haben sich im Grunde alle angesteckt. Das bedeutet nicht, dass alle Symptome haben werden. Also wir Erwachsene haben normalerweise erheblich weniger Symptome als die Kinder, weil wir es schon mal durchgemacht haben und bereits Antikörper gebildet haben. Aber es ist einfach wichtig, es zu wissen. Also es lohnt sich, finde ich, mehr dafür zu sorgen, dass das eigene Kind ein möglichst starkes Immunsystem hat, als irgendwie darauf zu hoffen, dass man magischerweise sich fast nicht anstecken wird. Nun fängt das Kind an mit Erbrechen. Was kann man jetzt überhaupt machen? Was ist sozusagen die erste und die zweite und die nachfolgende Hilfe? Das Erste, was ich immer empfehle, ist wirklich tief durchzuschnaufen. Ruhe bewahren. Es bringt gar nichts, wenn man einfach irgendwie rumrennt und irgendwie nicht weiß, was machen. Es ist eigentlich nicht kompliziert, es ist nicht angenehm, aber es ist überhaupt nicht kompliziert. Und ich zeige euch jetzt in simplen Schritten, was ich und jede andere Person, die sich damit gut auskennt, der Reihe nach macht. Also, Ruhe bewahren. Dran denken, okay, es ist jetzt schlimm, es ist vor allem schlimm fürs Kind, was vielleicht das irgendwie gar nicht richtig bewältigen und verstehen kann. Aber wir wissen, sowas hält nie sehr, sehr lange. In den ersten 24 Stunden ist meistens das Erbrechen dann schon deutlich besser. Danach folgt meistens etwas mehr der Durchfall, also die Darmseite des Problems. Und danach ist es dann schon wieder im Prinzip manageable, also handelbar. Das nächste, was ich grundsätzlich empfehle, es ist sehr praktisch, hat mit der Krankheit wenig zu tun, ist wirklich die wichtigsten Sachen, vor allem Polstermöbel und Teppiche. Teppiche entweder aufrollen und irgendwie zur Seite legen oder wenn es um Polstermöbel geht, wirklich abdecken. Also Polstermöbel mit alten Decken oder großen Badehandtüchern abdecken. Das gleiche gilt fürs Bett. Ich finde, im Prinzip die Magen-Darm-Grippe ist als Problem schon groß genug, damit man nicht auch noch irgendwie ein durchtränktes Sofa haben muss, was jetzt furchtbar stinkt. Oder irgendwie der Lieblingsteppich ist dann kaputt und darf dann ersetzt werden. Alle schon erlebt und alle schon gehört von Eltern. Der nächste Tipp, also Nummer 2, wäre ganz große
tiefe Plastikschüssel parat halten und einfach immer dabei haben. Es lohnt sich, dass die Schüssel hoch ist und nicht nur so ein flaches Ding, weil dann schwappt eben das Erbrochene auch hinaus. Und ich bestehe meistens auf Plastik, wenn es geht, weil es nicht bricht. Glasschüsseln oder Porzellanschüsseln, die fallen sehr einfach hin, vor allem in den ganzen Geschussel da. Und dann muss man auch noch Scherben irgendwie auflesen und sich da auch noch drum kümmern. Also große, billige, hohe Plastikschüssel von IKEA, irgend sowas. Ja, und dann kommt das, was ihr schon viele, viele Male gehört habt, aber sehr viele Eltern eben falsch machen. Also Flüssigkeit, 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 das hört man immer, oder ganz viel Flüssigkeit ersetzen, richtig? Ja, ist schon richtig, aber es wird eben häufig nicht richtig gemacht. Und deswegen kreuzen bei uns auf dem Notfall damals, als ich im Spital gearbeitet habe, ganz viele Eltern sagen, er erbricht wirklich alles. Und dann müssen sie warten und dann gibt man ihnen das Korrekte in die Hand und sagt ihnen, wie sie es zu machen haben. Und häufig gehen sie dann nach ein paar Stunden Wartezeit dann schon wieder nach Hause und merken, naja, okay, wir können das schon. Also, es gilt wirklich klare Flüssigkeit anzubieten. Es ist sehr, sehr wichtig, dass die Flüssigkeit, die geboten wird, nicht Milch ist. Milch ist eine Nahrung, eigentlich in dem Sinne nicht wirklich kann, also es hat schon Flüssigkeit drin, aber wir verstehen, also wir Ärzte verstehen darunter eine Mahlzeit und nicht wirklich nur die Flüssigkeit darin. Und wir empfehlen als allererstes, die Milch nicht mehr zu geben, außer sie stillen. Wenn sie stillen, gerne einfach ganz häufig und in kleinen Portionen stillen. Jede andere Milch wird normalerweise grundsätzlich weggeräumt oder wenn das Kind noch sehr, sehr, sehr jung ist, also unterjährig und eigentlich fast nur Milch trinkt, dann sehr stark mit Wasser verdünnen und gucken, ob das überhaupt geht. Und dann gibt man es eben in sehr kleinen Portionen. Im Idealfall bietet man den Kindern, wenn es losgeht, also wenn sie das erste Mal erbrochen haben, tut man dann dafür sorgen, abtrocknen und dann fängt man an, so nach einer kurzen Pause, 10, 15 Minuten, fängt man an, löffelweise, wirklich teelöffelweise, alle 3 bis 5 Minuten ein Teelöffel klare Flüssigkeit, nicht mehr. Das heißt, man bietet nicht mehr die Schoppenflasche an. Die Kinder haben Durst, mit der Zeit zunehmend Durst und schreien nach irgendwas zu trinken. Aber man muss wirklich, man darf die Schoppenflasche oder das Fläschli einfach nicht zeigen und selber das in die Hand nehmen und aus dem Becher mit einem Löffel auf die Uhr gucken, alle 3 bis 5 Minuten ein Teelöffel. Man kann entweder Wasser oder Elektrolytlösung, ist aber nicht wirklich immer nötig. Also ich empfehle eigentlich grundsätzlich, ohne die Elektrolytlösung zu starten und wirklich Tee anzubieten mit etwas Zucker drin und idealerweise auch eine kleine Prise Salz, so dass man es nicht wirklich im Geschmack merkt. Aber das hilft, dass man die Elektrolyte und die Flüssigkeit ein bisschen besser drin behält. Andere Optionen sind verdünnter Sirup, stark verdünnte Fruchtsäfte, weil Fruchtsäfte eigentlich relativ sauer sind, die werden auch nicht sehr gut vertragen. Und auch Coca-Cola. Also jetzt, bevor ihr so guckt, also ich bin extrem gegen Coca-Cola. Wir haben so gut wie nie Coca-Cola im Haus. Aber wenn eins meiner Kinder früher, als sie noch etwas jünger waren, Magen-Darm-Grippe hatte, da habe ich wirklich tatsächlich dafür gesorgt, dass eine Flasche Coca-Cola, also die alte Coca-Cola mit dem roten Aufkleber, mit dem Zucker drauf nach Hause kommt. Es wirkt tatsächlich deutlich beruhigend, wenn der Rest nicht funktioniert. Zumindest vorübergehend mal für einen Tag. Was man auch anbieten kann, vor allem im weiteren Verlauf, ist Bouillon. Bouillon enthält ja Salz und diverse Elektrolyte und das ist auch sehr hilfreich für das Kind. Wichtig ist, wenn es über mehrere Tage geht, dass man nicht immer nur Wasser anbietet. Also ich denke, wir können uns das auch selber vorstellen, wenn wir über mehrere Tage nur Wasser trinken, dann ist man irgendwann unterzuckert und miserabel. Also irgendwie muss da etwas Zucker drin sein und auch ein Tick Salz. Und dann kommt meistens die nächste Frage, wann kann das Kind denn als nächstes essen? Und wir sagen es wieder und wieder und wieder. Und das ist jetzt vielleicht das Wichtigste im heutigen Video. Nahrung und Essen, auch wenn es für uns Eltern extrem unschön ist, wenn das Kind gar nichts isst, hat aber tatsächlich medizinisch gesehen keine Priorität. Kinder, auch Kleinkinder, können mehrere Tage ohne Nahrung, ohne Kalorien sehr gut über die Runden kommen. Deswegen haben sie auch dieses ganze Babyspeck. Das ist im Grunde Reserve der Natur, dass das Kind Reserven also hat in so einem Fall, im Falle einer Krankheit. Flüssigkeit wiederum hat eine sehr hohe Priorität und sehr, sehr viele Kinder landen im Spital mit einem Tropf oder mit einer Magensonde, weil sie nicht genug getrunken haben. Ohne Essen
landet kein Kind im Spital, auch nach ein oder zwei oder drei Tagen nichts gegessen, nichts getrunken, Spital. Sehr schnell, leider. Wenn also es eurem Kind dann besser geht, dann könntet ihr anfangen mit etwas Trockenem. Salzstängeli sind sehr gut, also diese Partybrezeli. Alles, was trocken ist, Zwieback, vielleicht etwas trockenes Brot, in kleinen Mengen wiederum. Wenn man gemerkt hat, okay, die Flüssigkeit geht, ich bin jetzt von Teelöffel so alle 3 bis 5 Minuten zu schon Esslöffel übergegangen und ich konnte auch schon so viel in einen Becher tun und dem Kind geben, ohne dass es wieder hochkommt. Und jetzt kann man etwas Trockenes geben und dann sozusagen den Nahrungsaufbau dann betreiben. Danach können simple Pasta, simpler Reis, Reiswaffeln, Reis in allen seinen Formen im Grunde folgen und relativ blandes Essen, so Kartoffel, Rüebli, Möhren, gekocht oder roh in kleinen Mengen und dann, wenn der Appetit dann wieder kommt und wenn man merkt, okay, es bleibt alles drin, da kann man dann im Prinzip langsam wieder aufbauen. Als letztes, ich betone das, kommt die Milch und die Milchprodukte und idealerweise die Milchprodukte, sprich Joghurt und Käse, vor der Trinkmilch. Ebenfalls effektiv und sinnvoll sind andere natürliche Maßnahmen wie Umschläge. Die tut man meistens um den Bauch herum, also man kann einen simplen Wickel machen mit etwas Öl geträufelt auf einem Tuch und leicht angewärmt in der Mikrowelle oder im Ofen und oben und unten noch ein zusätzliches Tuch und dann das um den Bauch herum binden, wenn das Kind das gerne hat. Wärmeflasche geht auch, allerdings ist die häufig, also wenn das Kind im Prinzip auf dem Rücken liegt, ist häufig die Wärmeflasche einfach fast zu schwer und das macht ihn fast weh. Aber die können sehr gut auf der Seite liegen mit der Wärmeflasche oder mit der Wärmeflasche mit einem Tuch drumherum und sich drumherum wickeln und das empfinden viele Kinder als sehr angenehm und sind sehr froh drum. Ich komme dann noch gleich zu den homöopathischen Mitteln, zu den häufigsten homöopathischen Mitteln, die man gibt, um das Ganze zumindest zu verkürzen. Das bekannteste Mittel bei Magen-Darm-Grippe und vor allem sehr effektiv bei Lebensmittelvergiftung ist Arsenicum Album. Dieses Mittel wird hauptsächlich dann gegeben, wenn die Kinder sehr starkes Erbrechen haben. Alles wird erbrochen, sie ertragen im Prinzip weder Anblick noch Geruch von den Speisen und bringen alles wieder hoch. Die Kinder sind ängstlich, sie sind sehr schwach, sehr blass und neigen zu kollabieren. Dann würde das Arsenicum Album eigentlich sehr gut funktionieren und sehr gut wirken. Wenn das Erbrechen eine Folge ist von Husten oder von Überessen oder schwer verdaulichen Sachen, nimmt man eben häufig Ipecacuanha. Das ist ein sehr gutes Mittel, vor allem gegen die Übelkeit. Wenn die Magen-Darm-Grippe im Rahmen einer Erkältung ist und sehr plötzlich aufgetreten ist, gibt man sehr, sehr gerne Aconitum. Typischerweise ist da der Stuhl ganz wässrig und grünlich und stickt. Im Gegensatz dazu, als Folge von Überhitzung, also für sommerliche Magen-Darm-Grippen, gibt man sehr gerne Bryonia. Typischerweise haben da die Kinder ein sehr starkes Trockenheitgefühl. Sie haben sehr, sehr trockene Lippen, trockenen Mund und einen riesigen Durst auf kalte Getränke. Sie verlangen effektiv kaltes Wasser. Und ich erwähne dann noch Pulsatilla, das ist ein sehr häufiges Kindermittel. Das gibt man eigentlich sehr gerne, wenn im Prinzip das meistens das Erbrechen primär als Folge von Durcheinanderessen gewesen ist, so nach Kinderpartys, wo sie einfach alles durcheinander gegessen haben oder zu viel Süßigkeiten, zu viel fettiges Essen, zu viel Glace, zu viel Eis. Also typischerweise ist da das Kind sehr anhänglich und weinerlich und will ständig und nur auf den Arm. Da gibt man Pulsatilla. Weitere Mittel könnt ihr in so homöopathischen Ratgebern finden könnt. Ich empfehle persönlich diese beiden. Diesen hier vom Groma Verlag, der ist wirklich exzellent, auch für die ganze Familie. Es ist nicht nur für Kinder, aber ich finde auch für Kinderprobleme ist da sehr viel mit dabei. Das ist ein kleines Buch, aber oho. Und noch kleiner, allerdings etwas simpler, ist der von Sven Sommer, Homöopathie für Kinder. Die beiden kann ich wirklich empfehlen. Ich verwende sie selber auch und ich werde sie dann unten in der Beschreibung verlinken. Als letztes kommt häufig noch die Frage über Probiotika. Also die Eltern sagen, naja, Probiotika, das soll ja so eine tolle Sache sein. Gesunde Darmbakterien und so weiter, sollten wir das geben? In meiner Erfahrung ist es so, dass man am Anfang, also in der Anfangsphase, wo das Kind so viel erbricht und so starke Übelkeit hat, da kriegt man fast nie ein Probiotikum effektiv hinein. Es wird dann wieder hochgebrochen. Aber vielleicht nach dem zweiten Tag, wo die Übelkeit deutlich zurückgegangen ist und man gibt dann schon etwas anderes im Prinzip zu essen, ein bisschen was Trockenes und zu trinken, da kann man Probiotika sehr wohl geben. Eins am Tag ist normalerweise ausreichend. Es lohnt sich also da nicht, endlos viel Probiotika zu geben. Also mehr bringt nicht unbedingt auch mehr Ergebnis.
Auf zweimal täglich würde ich eigentlich nur dann gehen, wenn der Durchfall absolut fürchterlich ist und eigentlich gar nie aufhört. Das war's also von mir für heute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video heute gefallen hat, könnt ihr es liken, Kanal abonnieren, mit Klick aufs Glöckli nicht vergessen und unbedingt noch einen Blick werfen auf diese Videos. Vielleicht ist da auch etwas Interessantes dabei. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.